Hallo Schüler, ihr wolltet mehr über Fettsäuren erfahren, ihr wollt es, ihr kriegt es. Wir hatten ja auch eine kleine Hausaufgabe auf zu den Fettsäuren. Ihr solltet einige der weitverbreitetsten Fettsäuren zeichnen, auch die Summenformel aufschreiben und dann auch zuordnen, ob die jetzt gesättigt sind, ungesättigt, mehrfach ungesättigt, einfach ungesättigt und so weiter. Ganz allgemein, unsere Fettsäuren sind ja Carbonsäuren, die besitzen einige Eigenschaften, die jetzt vielleicht ein bisschen besonders sind. Meistens sind es langkettige Fettsäuren, also langkettige Carbonsäuren mit mehr als 10 Kohlenstoffatomen. Es gibt aber natürlich auch solche Säuren wie Buttersäure, Butansäure verbaut. Buttersäure kommt ja von Butter. Und da sind ja auch Fettmoleküle drin, die jetzt zum Beispiel einen hohen Anteil von Buttersäuremolekülen verestert haben an das jeweilige Glycerin. Es gibt gesättigte und ungesättigte. Da sind wir wieder so weit, dass wir dann zum Beispiel bei manchen Fettsäuren Doppelbindungen haben. Demnach können die nicht mehr die maximale Anzahl von H-Atomen tragen und sind damit ungesättigt. Es gibt hier bei den Fettsäuren fast ausschließlich Monocarbonsäuren, das heißt mit nur einer Carboxylgruppe dran. Und die körpereigenen Fettsäuren haben immer gerade Anzahl von C-Atomen, das heißt C16 oder C18 oder C4 oder C10 oder C12 und so weiter. Die weitverbreitesten Carbonsäuren sind erst einmal gesättigte Fettsäuren hier wie Palmitinsäure oder Stearinsäure. Palmitinsäure ist Hexadecansäure. Hexadecan, das heißt 16 C-Atome, ist eine gesättigte Fettsäure. Vielleicht abgeleitet kann man sich merken von Palmin, zum Beispiel Kokosfett, da ist ganz, ganz viel Palmitinsäure drin verestert. Und Carboxylgruppe, hier das C1, das C16, das Omega-C, als letzte C hier das C16. Stearinsäure haben wir schon kennengelernt, das ist die Octadecansäure, das heißt 2 C-Atome mehr und dann logischerweise 4 Wasserstoffatome mehr, auch eine gesättigte Fettsäure. C18 hier, C1 wieder Carboxylgruppe, C18 hier wieder das Omega-C, das letzte C des Alkylrests. Ja, beide sind gesättigt hier und wir schauen gleich rüber zu den ungesättigten Fettsäuren. Palatz. So. Ja, hier haben wir die Ölsäure und da haben wir unsere erste ungesättigte Fettsäure, das heißt mit der Doppelbindung drin, die ist einfach ungesättigt, zwischen C9 und C10 ist hier eine Doppelbindung, das heißt, sollte sich auch im UPAC-Namen widerspiegeln, Z-Octadec-9-N-Säure, 9, weil bei den C9 die Doppelbindung angeht, Octadecan, weil wir 18 C-Atome haben. Und wir haben, wie mir hier schon auffällt, wir haben 2 Wasserstoffatome weniger wegen der Doppelbindung wie bei der Stearinsäure. Alle unsere ungesättigten Fettsäuren sind normalerweise in Z-Konfiguration, das heißt, die C-Atome stehen auf derselben Seite der Doppelbindung und nach oben würden die Wasserstoffatome weggehen, die in der Skelettschreibweise logischerweise nicht aufgezeichnet werden. Weiter geht's mit der Linolsäure, ZZ-Octadeca-912-Diensäure. Das heißt, wir haben eine Diensäure mit 2 Doppelbindungen und dementsprechend sinkt auch hier wieder die Anzahl der Wasserstoffatome. Bei C9 und bei C12 geht jeweils die Doppelbindung an. Und hier ganz unten noch die Linolensäure. Das wäre ZZZ-Octadeca-912-15-Triensäure und wieder 2 Wasserstoffatome weniger. Ihr seht schon, diese Doppelbindungen, die führen zu so einer Art Knick im Molekül, vereinfacht ausgedrückt. Und das spiegelt sich dann auch in den physikalischen Eigenschaften dieser Fette wider, die jetzt eine hohe Anzahl von solchen ungesättigten Fettsäuren aufweisen. Die sind jetzt alle ungesättigt und vielleicht fällt euch auch schon auf, naja, diese ganzen ungesättigten Fettsäuren, die bringt man eher in einen Zusammenhang mit gesunden oder gesünderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Linolensäure, Leinöl, Ölsäure, vor allem zum Beispiel in Olivenöl und so weiter, während diese gesättigten Fettsäuren eher eben mit ungesunden Lebensmitteln so einen Zusammenhang bilden.
Und hier haben wir zusätzlich eine Omega-3-Fettsäure, das heißt eigentlich vom Omega-C, vom C18, drei C-Atome weg, C15, dort geht die letzte Doppelbindung an. Und dementsprechend haben wir hier eine Omega-3-Fettsäure, die wiederum als besonders, im Volksmund als besonders gesund gilt, ist zum Beispiel auch in fetten Fischen, Fischölkapseln und so weiter vorhanden. Aber auch in gewissen pflanzlichen Produkten kann man die sehr, sehr gut zu sich nehmen. Interessanterweise ist es so, dass je mehr Doppelbindungen so eine Fettsäure trägt, desto besser kann sie im Körper zu anderen Produkten umgewandelt werden, die der Körper braucht und eben nicht nur für den Energiestoffwechsel da eben als Brennstoff dienen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fit und wir sehen uns dann bald wieder zum nächsten Video. Ciao, ciao.